Ja, und grüße euch und hier mal wieder kurz sofort ein Video zum Thema Aktien nachgeschoben. Ich habe vorhin heute ein Video live gemacht, mal wieder zu ein bisschen anderem Thema hier, zum Thema Steuern und Auswandern aus Deutschland und so weiter. Hat mich prompt direkt einen ganzen Abonnenten gekostet. Ja, so ist es halt, wenn man, sobald man irgendwie ein Video macht, was nicht genau präzise zu einem ganz präzisen Thema ist, am besten, man sollte für jedes kleine Popelthema einen eigenen Kanal bauen. Aber davon werde ich jetzt mal absehen. Ja, hier wieder ein Aktienvideo, eigentlich wieder überfällig, denn ich habe mir vorgenommen, zwei Aktienvideos pro Woche regelmäßig immer wieder zu machen, am Wochenende, weil ansonsten habe ich sowieso keine Zeit dafür. Und ja, wenn sich die Leute jetzt aktuell die Frage stellen, ja, dieser ganze Hype, dieser ganze Boom, Wasserstoff, Lithium, was gab es noch alles für einen Boom, Gaming, Impfstoffe, Marihuana und so weiter, ist natürlich jedes Trendthema sozusagen, jedes Hype-Thema, wo sozusagen Überhitzungen stattgefunden haben, immer wieder regelmäßig stattfinden werden und so weiter, natürlich wieder einzeln zu betrachten. Also wenn zum Beispiel Leute sagen, okay, ja, diese Hype-Themen, da muss man ganz vorsichtig sein und das ist nichts und so weiter, dann sollte man halt sozusagen nicht hier pauschalisieren, sondern genau auf ein spezielles Hype-Thema eben gehen. Und sich da ein bisschen schlauer machen, ja, und einfach vielleicht nicht auf jedes Hype-Thema, sondern sich lieber für ein oder zwei Hype-Themen sich ein bisschen genauer interessieren, wie zum Beispiel jetzt Elektromobilität oder Lithium oder überhaupt Rohstoffe oder Automotive-Branche, mit der ich schon sehr viel zu tun hatte in der Vergangenheit. Also etwas, wo du sowieso eine gewisse Affinität hast und ja. Und dann kannst du letztendlich auch davon ausgehen, dass du davon profitierst oder die Wahrscheinlichkeit erhöht sich dadurch. Bei der Piedmont Lithium, also nochmal ein herzliches Dankeschön auch an den Börsenpunk, weil der hat mich, ich glaube, vor 1,5 Jahren zum ersten Mal auf diese Aktie gebracht, wie viele anderen sogenannten 20%er, das heißt, die nur 20% deines Portfolios ausmachen sollten, ja, 80-20-Regel. Also, das sind volatile, spekulative Aktien, die halt nur 20% des Portfolios ausmachen sollten, aber das Potenzial haben, sich zu verfünffachen, beziehungsweise zu verzehnfachen, Tenbagger ja, aber zu verfünffachen. Das heißt, unterm Strich genauso viel wert werden könnten wie die anderen 80% deines Portfolios, die sich letztendlich nur immer so im Schnitt 7 bis 8% gemäß S&P auf längere Sicht hin entwickeln, ja, mit ein bisschen Dividende 10% im Jahr. Und also wenn man diese Strategie fährt, was eine super Strategie ist, eine der besten Strategien überhaupt, die ich in den letzten Jahren so aufgesammelt habe von allen Strategien da draußen, inklusive allen Trading-Strategien und so weiter. Weil das letztendlich mittel- bis langfristiges Trading, in Anführungsstrichen, ist es für mich eigentlich gar kein Trading mehr. Man rebalanced dann eben alle, sagen wir mal, paar Jahre oder sowas, je nachdem, wie die Aktien laufen. Das heißt, man nimmt die 20% der Aktien, die halt einfach spekulativer sind, sich mal verdreifacht haben, dann sind es ja keine 20% mehr vom ganzen Portfolio. Ne? Ist ja auch logisch. Dann sind es ja plötzlich 50 oder 60% und dann verkauft man eben da die Gewinne und reinvestiert diese dann wieder in neue 20%er, also sprich spekulativere Aktien oder irgendwelche neuen Trendthemen. Aktuell ist es eben wieder Lithium oder sowas. Vor 5 Jahren war es wieder was anderes und in 5 Jahren wird es vielleicht wieder was anderes sein. Und oder man erhöht einfach, rebalanced halt innerhalb. Es gibt zwei Möglichkeiten des Rebalancings. Ich verkaufe Gewinne, reinvestiere ich wieder ein komplett neues Portfolio oder ja, oder was auch immer, oder ein rein spekulatives Portfolio, also quasi, wo ich nur noch mit meinen Gewinnen spekuliere und in Aktien investiere, die halt einfach ein bisschen risikohafter, aber auch oben nach unten volatiler sind. Oder ich behalte sozusagen die Gewinne innerhalb eines Portfolios und reinvestiere die halt dann in die 80% da, also die 80% mehr soliden alternativen, soll man sagen, Value-Aktien, wie man das so nennen mag, ja, Value, ja. Und also das Portfolio wächst halt in sich. Ich finde halt die erste Variante ganz interessant, weil
man dann nicht nur irgendwann mal ein super gigantisches, riesiges Portfolio hat in einem Broker, ein einziges sozusagen Klumpenrisiko. Wenn man dann mal alt ist, wie 60 oder 70 Jahre, dann ist dieses eine Portfolio halt irgendwie ein paar Millionen wert im besten Falle, wo man halt sozusagen auch ein bisschen Rente davon dann zieht oder sowas. Aber in einem anderen Fall kann man immer wieder neue Portfolios erstellen. Und die kann man dann natürlich auch wieder mit anderen Brokern machen. Und somit diversifiziert man dann auch nochmal über diverse Broker und damit auch über diverse Banken sein Risiko zusätzlich. Also deswegen finde ich das eigentlich diese Strategie dann auch nochmal besser, diese Strategie des Rebalancing, wo ich dann neue Depots eröffne, irgendwann mal, desto mehr Cashflow ich da eben reinbekomme. Und dann habe ich halt, sagen wir mal, nach 10, 20 Jahren habe ich dann plötzlich 4, 5 Depots auf verschiedenen Broker halt verstreut und wo, sagen wir mal, 3 Depots davon reine Gewinne sind, die sich ständig wieder verzinseszinsen. Ja? Und das ist dann natürlich auch eine Art und Weise, in spekulativere Werte dann irgendwann mal zu investieren, ohne irgendwelchen Druck zu haben. Also diese sozusagen FOMO, Fear of Missing Out oder ja, nicht mehr schlafen zu können, wenn mal Korrekturen kommen oder kleinere Crashes, die immer wieder kommen werden. Weil man ja ganz genau weiß, okay, was ich hier jetzt in diesem Depot habe, das ist reine Gewinne, ja. Also dafür habe ich letztendlich, man könnte es so ausdrücken, keinen Strich Arbeit geleistet, persönlich, sondern es ist rein aus Gewinnen der Vergangenheit entstandene Depots. Und das ist nochmal psychologisch vielleicht nochmal ein Unterstützer und auch eine Strategie vielleicht für, ja, dann eben weitere Depots, die man dann eben in der Zukunft haben könnte, die dann etwas spekulativer sind und wenn man es richtig macht, nochmal zusätzlich höhere Gewinnchancen nach oben hin dann eben auch haben. Also das ist so mal Wrap-up. Jetzt bin ich ziemlich weit ausgeholt. Letztendlich wollte ich nur hier über die Piedmont mal kurz sprechen. Für mich ist es so ein kleines Déjà-vu. Was diese Lithium-Aktie betrifft, die haben einen großen Deal mit Tesla gemacht und irgendwie erinnert mich die auch total an Tesla, und zwar an die Zeit, wo Tesla, es war so 2017, 2018, wo ich Tesla hatte und die immer so zwischen 160, über 2 Jahre hinweg oder sowas, hatte ich die immer mal wieder gekauft, verkauft, gekauft, verkauft, ja, und in kleinen Beträgen, ja, ganz kleine Beträge, also quasi nicht nennenswert, ja, und aber halt sozusagen, es gab so eine Range, ja. Ja, das Tiefste, glaube ich, waren $160 damals, das Höchste irgendwie 400 oder 360, mehr oder weniger immer so hin und her. Und ich hatte die auch so ein bisschen, damals gab es ja noch keinen Börsenpunk, soweit ich weiß, gibt es das jetzt seit 3 Jahren oder halt auch diverse andere Kanäle nicht. Der Erste, der mich auf diese Aktie gebracht hat, war ganz ehrlich gesagt Horst Lönning, ja. Horst Lönning hier bei mir um die Ecke vom Starnberger See, ja, in Seehaus, der mit seinen Whiskys und ich, also, ja, seitdem ein Kumpel von mir hat mich mal auf dem Whisky-Tour mitgenommen. Es ist erst ein paar Jahre her, davor habe ich noch nie Whisky, wirklich nennenswerten Whisky getrunken. Und ja, also selten, aber dafür guten Whisky. Das würde ich auch jedem mal empfehlen, so einen 20-jährigen Single Malt mal zu testen. Ja, also mal davon abgesehen, ist es auch eine gute, vielleicht noch eine zusätzliche Diversifikation, die man dann konsumieren kann. Ja, was nützt denn Haufen Edelsteine, wenn du noch nicht abbeißen kannst? Ne? Vom Whisky kannst du dich ernähren. Ja, okay. Spaß beiseite. Und warum erinnert mich jetzt hier die Lithium Limited, also diese Tesla, ich nenne sie diese kleine Tesla-Schwester hier, weil an Tesla, weil letztendlich wir auch hier auch jetzt seit, sehen Sie ganz deutlich, so seit, sagen wir mal, ja, seit diesem Run halt, den wir halt zu so Anfang des Jahres 2021 hatten, und letztendlich auch schon, ja, sagen wir mal, eigentlich letztes Jahr schon stattgefunden hat, über diese 50er-Dollar-Grenze hier, US-Dollar-50er. Und die dann immer wieder angetestet und so weiter. Und einfach aus dieser Range von 50 bis, sagen wir, ja, gut über, ja, fast auf $80, sagen wir mal, 50 bis 5, bis $78, so dann, also tiefer wie 60
ist es schon nicht mehr wirklich gefallen in den letzten Wochen. Also man kann jetzt sagen, das ist so eine Range, ja, wo sagen wir mal, das obere Drittel ja stark getradet wird. Ja. Das heißt, es geht immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Ja. Und das ist also ein bisschen genau wie damals eben Tesla. Ja. Also du hast letztendlich eine Tesla, die war halt im Schnitt immer so 200 irgendwas wert. Und dann ist immer so das obere Drittel auf 300 wieder rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Ja, mehr oder weniger. Das obere Drittel ist immer getradet worden. Das ging so ein, zwei, drei Jahre lang. Ja. Und ich Idiot habe dann halt immer getradet und dann halt irgendwann bin ich mal sozusagen, um meine Gewinne mitzunehmen, habe ich dann Trailing-Stops gesetzt oder sowas, ja. Und dann halt, dann war das mal Ding mal wieder auf 380 und dann, wie gesagt, all Story. Und dann ist, also die Short-Squeeze immer sozusagen ein bisschen mitgenommen, getradet. Und, aber irgendwann mal ist diese Aktie, wie jede Aktie, aus so einer Range eben ausgebrochen. Ja, und wir reden hier nicht von kurzfristigen Trading-Graffeln und so weiter, dem habe ich vollkommen abgeschworen, kann ich auch nur jedem wirklich raten, habe ich nur Geld liegen lassen. Also ich hatte wirklich, ja, letztendlich noch bis vor wenigen Jahren, Jahre dabei, wo ich über diese kurzfristige Trading-Scheiße, ja, sozusagen meine ganzen, alles, was ich gemacht habe, letztendlich wieder aufgefressen hat, ja, mit den Gebühren und auch mit den Verlusten, ja, es ist einfach, nichts anderes wie ein etwas besseres Casino, ja. Ich würde mal sagen, maximal vergleichbar mit, ja, wo man sagt, okay, 20% kann man irgendwie ahnen, wo es hingeht, aber selbst das ist einfach Murks und Scheiße, ja. Und ich habe dem abgeschworen, konzentriere dich lieber aufs Geld verdienen und dann macht es einfach besser wie ich, ja. Und hier ist es eben so, dieses, sagen wir mal, meiner Meinung nach kann das auch noch ein Jahr so weitergehen oder zwei, ja. Und irgendwann mal, so wie bei allen Aktien, ja, was soll ich jetzt sagen, eine Range eben verlassen. Ja, das kann auch Jahre dauern. Aber wenn diese Range verlassen wird, ist halt diese eine wichtige Frage: Wie viel Vertrauen hast du in die Aktie? Aus welchen Gründen auch immer, wenn du dir überlegst, okay, wenn mal die Range verlassen wird, in welche Richtung, ja. Und ich denke mal, bei der Aktie bin ich persönlich der Meinung, diese Range wird eines Tages verlassen und die wird dann nach oben verlassen, ja. Und wenn wir uns vielleicht hier nochmal auf meinem Kanal treffen in 5 Jahren, ja, oder vielleicht, keine Ahnung, 6 Jahre, ich sage jetzt einfach irgendeine Zahl, dann sehen wir vielleicht bei der Aktie und wirklich die Elektromobilität die Welt erobert, ja, so Schritt für Schritt, dann sehen wir bei der Aktie vielleicht hier eine Null dran, ja. Und dann ist es ähnlich wie mit der Tesla-Aktie letzten ein, 2 Jahre. Und von daher bleibe ich da einfach dabei. Ja, und solange es nicht viel mehr ist wie ein Monatslohn, ja, wo du hier sozusagen ursprünglich investiert hast, mein Gott, ja, wenn das mal weg ist, und wie gesagt, ich setze da auch keine Stops oder ähnliches, weil das war eben der Grund, warum ich habe wirklich sechsstellige Beträge, Gewinne, sechsstellige Gewinne, ja, wirklich bei Tesla liegen lassen, weil ich da Stops und Zeug gemacht habe, um irgendwelche paar hundert Euro, ja, Gewinne abzusichern. Und dann irgendwann ist das Ding halt mal, ja, 50 Mal so viel wert. Oder 100 Mal so viel wert. Und das mache ich hier eben nicht. Ja. Diesen Fehler mache ich hier garantiert nicht mehr. Und da mache ich keine Stops, gar nichts. Ja, und wenn das Ding abstürzt wie Wirecard, obwohl das halt überhaupt nicht vergleichbar ist mit Wirecard, ja, dann ist halt einfach ein Monatslohn halt weg. Ja. Aber wenn ich recht behalte, ja, dann ist aus dem Monatslohn halt ein Jahreslohn geworden. Und das ist sozusagen mein Ziel mit dieser Aktie. So, das war wieder mein Aktienvideo für diese Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt euch einen Daumen hoch oder sagt mir eure Meinung zu der Aktie oder zum Markt oder zu den Trends, zu den ganzen Hypes jetzt. Oh mein Gott, die Hypes, ja, jetzt kommen schon die nächsten Videos. Oh, Wasserstoff ist out, ja, so ein Blödsinn, ja. Lithium und die ganzen Hype-Themen,
Um Gottes Willen, ja. Und Tech-Aktien, ja, sind passé. Was für ein Quatsch. Ja, was für ein Quatsch. Ja. Also, beschäftigt euch, wenn ihr Meinungen ins Internet irgendwie hochladet zum Thema Technologie, dann müsst ihr auch, sagen wir mal, würde ich euch raten, einfach mal euch ein paar Technologien rauszusuchen und euch ein bisschen näher damit zu beschäftigen. Denn wenn eines sicher ist, also wenn eines wirklich sicher ist, dann ist das so, dass der Fortschritt unaufhaltbar ist, egal was da kommt. Egal wie viele Seuchen, egal wie viele Corona-Virus, Krisen, Geldsystem, Schwankungen, Banken, es ist alles wurscht. Ja? Der Fortschritt ist unaufhaltsam. Und das, und jetzt nenne ich mal zwei Wörter, ja. Der technologische Fortschritt ist unaufhaltsam. Ja, denn unser Fortschritt wird zunehmend noch viel, viel stärker auf Technologie basieren als auf alles andere. Ja. Und wir werden uns eventuell sogar ja, in ein paar Jahrzehnten, sagen wir mal, in einigen Bereichen, medizinisch auch und so weiter, in Regionen bewegen, ja, die heute noch Science Fiction sind. Ja. Mit Augmented Reality und was da noch alles gibt. Also beschäftige ich da mal ein bisschen mit und lade dann noch mal Technologie-Videos nach oben ins Netz, ohne dass du die Leute verwirrst. Ich spreche jetzt von niemandem persönlich, also ich sage einfach nur so, weil die Leute einfach, häufig auch die Leute, die jeden Tag irgendwelche Videos hochposten, damit sie halt irgendwelche Klicks bekommen. Und dann halt irgendwelche Titel hernehmen und so weiter und eigentlich gar nichts dahinter ist, ja. Also, nur mal so viel dazu und jetzt ist es schon 17 Minuten. Vielen Dank, wenn du bis jetzt hier dabei geblieben bist. Wie gesagt, sag du mir mal dein Hype-Thema, ja, bitte in die Kommentare. Vielleicht, ja, ist auch eine Idee dabei für uns alle, ne? Und ja, ich kann euch nur empfehlen, Börsenpunk, ich kann euch nur empfehlen, es gibt noch so zwei, drei andere. Verlinke ich euch vielleicht. Und es gibt auch noch ein paar andere Lithium-Aktien. Die habe ich aber mit 100, paar 100 Dollar oder so. Ja, also nicht nennenswert. Kann ich vielleicht auch mal ein Video drüber machen. Bis dann, dein Thomas Klein, schon mal wieder rein. Wenn es heißt, Mission Millionär. Und tschüss.